Zum Beispiel Tatort. Weil Lukas Tatort? Ja. Zwei, drei. Lügt das Schweizer Tatort? Nein. Lügt kein Sau, oder? Das letzte Mal haben sie noch Werbung gemacht mit der Schweizer Tatort mit nur einer Kameraeinstellung. Also vorne, was kommt als nächstes? Der nächste Tatort ohne Tod. Irgendwann wird es einfach nur noch peinlich. Nein, also Schweizer Tatort lügt niemand sich auch nicht, ist unrealistisch, wird abgesetzt, ist schlecht. Oder? Also, das ist eigentlich sehr simpel. Ich meine, ist ja nicht realistisch. Ich meine, wir haben ja keine Probleme mit der Schweiz. In Deutschland kannst du mal verstehen, wenn sie in Dortmund irgendwie 13 abmorgst oder so. Aber wird es in der Schweiz? Ich meine, was haben wir schon für Probleme? Mein Hintergrundbild ist eine Hülle, wo Klavier spielt. Nein, irgendein Problem, oder? Aber ich habe kürzlich den Fehler gemacht, als ich Tatort gelegt habe. Und zwar den deutschen Tatort. Habe ich den Fehler gemacht. Und zwar habe ich den falschen Kanalton eingestellt. Nämlich Audiodeskription. Das gibt es ja bei Netflix und so. Das wird alles beschrieben. Aber ich habe das nicht gecheckt. Dann kommt das Intro und ich sitze da. Dann heißt es: Ein Mann. Ein Auge. Ein Fadenkreuz. Tatort. Zwei Füße rennen auf nassem Asphalt. Tatort. Was ist das für ein Schießvolk? Seit 35 Jahren hat immer das gleiche Intro und jetzt kommt hin zu einem Hipster-Regisseur. Habe ich doch den Schweizer Tatort eingestellt? Dann habe ich es aber gecheckt, Audiodeskription, sind alles beschrieben. Problem ist nur, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich dann die ganze Folge mit dieser Audiodeskription gelegt habe. Und es angefangen habe zu vermissen bei anderen Sendungen. Ich fand es super, wenn es das immer gehabt. So zum Beispiel, eine Rose, 20 Schlappen. Ein Vollidiot. Nichts verwechseln mit 20 Vollidioten, eine Wetterfee. Plus zwei Melonen. Die essen sie unter der Palme. Völlig anders. Ein anderer ist ein Alkoholiker. Eine Zicke. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Dschungelcamp. Und dann gibt es einen, der ist immer so ein bisschen kritisch, wenn wir dann hören. Ja. Okay. Ein selbstverliebter Gockel, der ununterbrochen redet. Jemand Unwichtiges gegenüber. Schawinski. Das ist schon mittel, okay. Heute Schawinski-Fans im Publikum. Okay. Aber das Problem ist mit der Audiodeskription, dass die sich langsam aber sicher in den Kopf hineingewandert hat. So wie andere Menschen Ohrwürmer haben, habe ich das mit Stimme. Und zwar sind ganz blöde Situationen. Es ist völlig unbemerkt jetzt angefangen. Ich bin so in der Mikro am Einkaufen, ganz gemütlich. Dann komme ich an die Kasse und denke, oh, die ist jetzt noch Holz. Die finde ich jetzt nicht schlecht. Heißt in meinem Kopf, eine scharfe Frau. Bumse. Das ist aber komisch, der hat die erste Ausspruch. Bin ich weitergegangen, bin ich in den Bäckerei gegangen, denke ich, oh, die ist jetzt aber noch sehr herzig. Heißt noch eine scharfe Frau. Bumse. Die ganze Zeit, oder? Nachher bin ich in die Apotheke gegangen, ist nicht so eine schöne gesehen, dann habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt. Jetzt heißt es, eine unscharfe Frau, trotzdem Bumse. Dann bin ich in die Stadt gegangen, habe ich meine Schwester gesehen. Nein, ist egal. Gut. In Basel lachen sie immer, gell? Nicht. Aber das muss in dem Moment fällt mir ein, dass meine Schwester jetzt oben im Publikum ist.